Julian, 0-1 gegen Nürnberg verloren. Ich habe keinen großen Klassenunterschied gesehen. Möchte erstmal meinen höchsten Respekt gerade für die erste Halbzeit aussprechen. Wie hast du das Spiel gesehen? Wie hast du es erlebt? Neues System, was wir heute mal gespielt haben. Sag mal ein paar Worte dazu. Ich glaube, wie du es gesagt hast, ich glaube, gerade mit der ersten Halbzeit haben wir das Spiel so ein bisschen auf 50-50 gedreht. Auch wenn ich sagen muss, dass Nürnberg in der zweiten Halbzeit schon ein bisschen überlegen war, dann viel Spielanteile hatte. Aber ich glaube, das ist so ein klassisches Pokalspiel. Wir haben unsere Chancen, die haben ein paar Chancen und am Ende machen die dann die einen und wir nicht. Deswegen, ob es jetzt unverdient verdient ist, also wir haben gewonnen und dann ist es irgendwo verdient, denke ich, am Ende des Tages. Aber ich glaube, wir haben einen guten Kampf geliefert. Ein bisschen Fortune oder weiß ich nicht. Ein bisschen Glück vorne, machen wir vielleicht das 1-1 oder gehen in Führung, dann ist es nochmal ein anderes Spiel, aber ja. Ist jetzt natürlich ernüchternd, direkt nach dem Spiel ist ein bisschen enttäuschend, aber ich glaube, das war alles in allem, war das ordentlich. Klar, also ich komme ja auch hier runter, ne, hab die 90 Minuten angeschaut, mitgefiebert. Wie gesagt, meinen höchsten Respekt für diesen Aufopferung und Kampf. Was hat man vorm Spiel gemacht, dass man wirklich so hier rausgekommen ist? Weil wir hatten ja öfter mal in der letzten Zeit, gerade auswärts, das Gespräch, ja, dass wir nicht so zu 100% zufrieden sind mit diesem Kampf. Heute, das war ja gigantisch in der ersten Hälfte. Ich glaube, ich würde sagen, die erste Hälfte geht klar an uns. Ja, auf jeden Fall sehe ich auch so. Ich glaube, das sind natürlich diese Pokalspiele, sind so ein bisschen Bonusspiele, wenn du vielleicht diesen, wenn die Favoritenrolle vielleicht mehr beim Gegner ist, dann lässt sich das natürlich ein Stück weit leichter spielen. Aber ich glaube, wir haben das heute einfach mit Spaß und Freude von Anfang an angenommen. Wie du sagst, jeder hat für jeden gekämpft. Und wenn dann so mit Zweikämpfen gut ins Spiel reinkommst, dann nimmst du die Kulisse mit. Die Lautstärke war heute, ich habe gerade ein paar Nürnberger gehört, die meinen, boah, das ist aber richtig laut hier. Und das ist natürlich ein Fund und deswegen tut es umso mehr weh, dass wir, ich glaube, heute vielleicht den letzten Punch nicht hatten, um dann nochmal so eine Pokalnacht zu haben. Wir hätten ja direkt nach dem 0-1, hat glaube ich Laurent auf dem Fuß gehabt. Ich glaube, dann wäre das nochmal richtig eine spannende Kiste gewesen. Ist man noch enttäuschter, weil es so knapp war? Sag ich mal, wenn man jetzt 3-0 verloren hätte, hätte man vielleicht gesagt, gut, waren halt einfach besser, ne? 3-0 verloren, aber ist die Enttäuschung vielleicht noch ein Stück größer, weil man so knapp nur raus ist? Ja, aber wobei ich sage, so Pokalspiele, die sind natürlich immer ein Stück weit eng, also ich habe mir schon gedacht, dass wir heute ein gutes Spiel abliefern und wir haben einfach normalerweise eine gute Truppe, wir kriegen es manchmal phasenweise nicht so hin, aber wenn wir es hinkriegen, dann können wir sowohl Kiel schlagen, dann können wir mit Nürnberg, denke ich, ein Stück weit mithalten. Und klar ist das am Ende knapp. Ich glaube, der Lolo hat direkt nach dem 1-0 die Riesenchance, wenn wir den reinmachen, in die Verlängerung gehen oder selber in Führung gehen, wie ich es gesagt habe, wäre alles möglich gewesen. Aber für so Spiele, dass du einen Zweitligisten schlägst, die sind nicht umsonst in der zweiten Liga, ist auch ein großer Verein, da brauchst du dieses Stück weit der Fortune oder auch diese letzten Prozentpunkte, die an so einem Spieltag bei dir sind. Sonst wird ja jedes Jahr ein Zwei-, Dritt-Regionalligist im Finale stehen. Also schade, aber ich glaube, daraus können wir was mitnehmen. Genau, das wäre die nächste Frage. Was nehmen wir denn mit aus dem Spiel? Weil ich glaube, wir können extrem viel Positives daraus ziehen, auch wenn die Enttäuschung jetzt bei uns allen natürlich erstmal da ist. Die wird auch noch bis morgen andauern. Aber was nehmen wir denn mit? Ja, dass jeder für sich einfach unsere Mannschaft wissen muss, dass wir gute Jungs haben. Dass wir das aber auf dem Platz zusammen hinkriegen müssen, dass jeder für jeden läuft und kein Prozentpunkt weniger. Dann sind wir gut, dann sind wir richtig gut, dann gewinnt man auch nicht umsonst die Heimspiele. Aber wir sehen es auswärts immer, wenn man ein bisschen nachlässt, dann reicht es halt manchmal nicht. Und ich glaube, für uns muss es wichtig sein und auch heute aus diesem Spiel ziehen, dass wir mit dem Zweitligisten mithalten können, wenn jeder will, jeder Gas gibt und jeder 100% auf dem Platz lässt. Ich glaube, dann honorieren das auch die Fans. Ja, und dann muss es einfach weitergehen. Es gibt immer was zu verbessern, aber das Gute einfach mitten in dieses Gefühl, ey, da geht was, wir können wuchtig spielen, wir haben Power und dann einfach einen Erfolg holen, das tut dann gut. Vielen Dank für 90 Minuten Waldhof-Mentalität. Danke. Bei uns Alex Rossipal. Erstmal herzlichen Glückwunsch, ich glaube, zu 90 Minuten aufopferungsvollen Kampf zu Waldhof-Mentalität, wie sie so oft gefordert wird. Ich glaube, heute haben wir das über 90 Minuten, über 95 Minuten definitiv gesehen, was möglich ist, wenn so jeder diese Attitude auf den Platz bringt. Umso beschissener, und ich möchte es auch genauso nennen, ist natürlich so knapp gegen Nürnberg dann rauszufliegen. Fass das mal für dich zusammen, du warst jetzt nicht 95 Minuten auf dem Platz, aber in der Startelf, wie war es für dich? Ja, du sagst es, also wir wollten erstmal defensiv kompakt stehen, ich glaube, es ist uns echt gut gelungen, also Nürnberg hatte in der ersten Halbzeit, glaube ich, nicht eine zwingende Torchance,
dann wirklich aus einem Abschluss für uns, ein Boomerang, führt zum Tor. Ich glaube, wir haben später 1:1 die gleiche Situation. Ich glaube, 3 Minuten später, bei denen geht der Ball heute rein, oben rein ins Tor. Bei uns geht er leider einen Tick weiter drüber. Danach haben wir noch, glaube ich, einen gefährlichen Abschluss von Friedo, der leider geblockt wird. Ich glaube, beide Mannschaften hatten nicht viele Chancen. Wir haben top dagegen gehalten gegen höheren Klassen Gegner. Ich glaube, hier wäre einiges mehr drin gewesen. Ja, leider hat es dann nicht ganz gereicht. Ich glaube, wenn wir das schaffen, in der Verlängerung zu irgendwie das Spiel zu drehen oder sowas, dann hat Nürnberg auch nicht mehr die Körner, vor allem auch nicht das Selbstbewusstsein. Wir spielen vor unfassbaren Fans. Die Stimmung war unfassbar, Gänsehaut. Also wirklich großes Kompliment. Ja, und dann reicht es leider heute nicht. Und das, die Enttäuschung sitzt gerade schon tief, ja. Ja, bei uns ist das ähnlich. Ne? Wir stehen ja auch da oben, schreien euch da nach vorne. Das ist so, man fehlt so irgendwie danach, ist man so in so einem luftleeren Raum, irgendwie so fühle ich mich ab und zu. Trotzdem möchte ich mal aufs System heute gehen. Wir haben ein neues System gespielt. Ich fand es ganz gut. Ja, wir wollten, wie gesagt, erstmal gut nach den 3 Gegentoren auswärts, wollten wir wirklich defensiv kompakt stehen, gut stehen. Ja, wenig zulassen und da hat sich der Trainer was einfallen lassen und ja, das ist soweit echt gut aufgegangen. In der kurzen Zeit, da wir das einstudiert haben, haben die Abläufe doch ganz gut gepasst. Natürlich so der Feinschliff, vielleicht noch ein Tick mutiger nach vorne. So. Natürlich haben wir mit sehr vielen eher defensiven Spielern gespielt. Ich glaube in der Liga, dass wir da dann noch mehr nach vorne kommen, ist ganz klar. Jetzt gegen Zweitligisten kriegst du halt nicht so viele Chancen nach vorne. Aber ich glaube, wir haben das Spiel offen gestaltet und darauf können wir erstmal stolz sein. Was nehmen wir mit? Habe ich Julian auch gefragt. Mal sehen, was du antwortest. Ja, wir nehmen auf jeden Fall mit, dass wir hier wieder auf Augenhöhe waren gegen den Zweitligist. Wie in der ersten Runde war es möglich, weiterzukommen. Heute hat es leider nicht ganz gereicht. Wie gesagt, wir hatten die 1:1 gleiche Chance, die Nürnberg nutzt. Ja, jetzt geht's. Blick auf das nächste Heimspiel zu richten, wo ich mich richtig drauf freue, wir hier nach dem Abend wieder nach dem Heimspiel einfach Kräfte sammeln und gegen Essen alles raushauen und sich mit 3 Punkten jetzt mal belohnen. Ja. Alles klar, nehmen wir so mit. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Lasst die Köpfe nicht zu tief hängen. Es war ein geiles Spiel von euch. Danke euch. Gerne.